Moin, moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, wie ist die Schalsee-Logistik entstanden? Wieder mit dem Paddy. Moin. Moin. Wir melden uns aus Rostock, denn es ist ein bisschen was passiert. Genau. Es hat alles super geklappt. Wir haben uns getroffen, das war alles super. Paddy, sein Auto steht hier, ist schon beklebt. Und ja, warum sind wir hier in Rostock und gucken uns Paddy sein beklebtes Auto an? Und ja, die Frage ist berechtigt, wo ist mein Mercedes? Ja, mein Mercedes steht leider in Bremen beim Schrotthändler. Der Mercedes ist leider in Flammen aufgegangen, kurz vor Bremen. Neben Paddy steht noch einer, noch ein Scania, ein 37er sehe ich sogar. Aber nein, das ist nicht meiner. Die Versicherung hat alles bezahlt. Ich habe alles von der Versicherung wiedergekriegt, weil es ging relativ schnell. Es konnte geklärt werden, dass ich nicht Schuld an dem Kabelbrand hatte. Da steht meiner. Das ist mein neues Auto. Auch der ist schon lackiert oder eben halt beklebt. Es fehlt nur noch die Beschriftung. Der Lampenbügel war schon dran, die Hörner waren schon dran. Ja, leider musste ich mir ein... Siehst du, das kam bei mir alles. Ich habe mir noch zusätzlich angebaut. Lampenbügel, zwei Hörner, genau. Vier Rundumleuchten, Steinschlagschutzgitter. Ja. Und jetzt kommt alles so nach und nach. Ja, das kommt ja bei mir auch. Aber eben halt erst ein bisschen später, weil jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen Geld ranfahren. Ja, Paddy hat einen 620er, ich habe nur einen 580er, genau. Aber das reicht auch vollkommen aus. Also ist kein neues Auto, ist auch ein gebrauchter, hat schon ein bisschen was runter. Und naja gut, das ist aber normal, weil ein neues Auto kann ich mir nicht leisten. Dann wollen wir mal einsteigen, mal im Auto zeigen. Großartig zu sehen gibt es hier nichts. So ganz schön dunkel. Ja, soweit erstmal dazu und dann wollen wir mal gucken, dass wir jetzt die nächste Tour annehmen. Mal gucken, was die Gärtnerei für uns hat. Oh, bei mir haben sie jetzt geladen. Wir fahren heute doch eine Tour, fahren doch noch eine Tour zusammen. Es geht nach Dänemark, Hirtshals. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Da kommt Paddy. Oh, er weiß noch nichts von seinem Glück, dass wir doch zusammenfahren. Ja, deswegen. Wollen wir mal noch nichts sagen. Und er weiß auch noch nichts, dass ich eventuell den Trailer, den er jetzt hinter hat, dass ich den eventuell kaufe. Das weiß er auch noch nicht. Das werden wir ihm gleich sagen, wenn er aussteigt. Oh. Das üben wir nochmal, wa? Ja. Ah, die Mülltonne nicht gestanden oder alle Container hier vorne, wird ja gegangen. Ja, wäre ein bisschen mehr Platz gewesen. Aber Übung macht die Meister. So. Ja, genau. Ja, perfekt. Laden brauchen wir nicht. Wir werden heute beladen. Das ist auch wieder schön. Wunderbar. Es geht nach Hilsheid. Ja. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Dänemark. Schön, sehr schön. Und wir sollen aber über Flensburg fahren. Auf jeden Fall. Ja. Oh, guck mal da, sie sind bei... Dein Trailer wackelt auch schon. Sehe ich gerade. So wie der schwankt, sind sie da mit zwei Mann drin. Ja, das ist gut. Papiere legen sie uns hinten drauf, also wir brauchen nicht mal reingehen. Also bloß noch vorfahren, rausfahren und losfahren, würde ich sagen. Noch einmal kurz von innen mein LKW. So, wie sieht aus? Bist du fertig? Ich bin fertig. Gut. Ich würde sagen, fahr du mal los. Fahr du mal vor. Geht's jetzt nach Dänemark. Das erste Mal für dich, ne? Achso. Erstmal Dänemark mit dem LKW. Also generell erstmal. Irgendwas stimmt hier nicht. Mein Auto will nicht. Was ist hier los? Was haben sie mir jetzt hier? Oder mal einen Motor neu starten? Los geht's. Gang ist drin. Jetzt. Ja. Wollen wir doch mal gucken. Ja, meine Gardinen. Muss ich mir auch noch neu kaufen, die sind ja leider auch mit abgebrannt. Ich konnte alle anderen
Alle anderen Sachen, die ich so drin hatte, konnte ich nicht mit rausnehmen, außer mein Traumfänger. Den konnte ich ganz schnell mit rausziehen. Wir fahren rechts oder links? Links. Ach so, ja, sagt mein Navi gerade. Es ist grün und los geht's. Let's go. Aber es ist schon mal cool zu sehen, dass wir beide fast den identischen LKW haben. Ja, das, ich sag mal, farbmäßig wäre es ja dasselbe gewesen. Aber leider waren, ja gut, was heißt leider, es waren eben halt zwei andere Fabrikate, ne? Aber im Prinzip wäre es ja farbmäßig, wäre es ja das gleiche gewesen. Farbmäßig ist sogar das gleiche, glaube ich, oder? Ja, sag ich ja, farbmäßig wäre es das gleiche gewesen. Alter Schwede, das bezahlst du aber selber. Ja, das ist mein Punkt. Oh, das hat keiner gesehen, glaube ich, hoffentlich. Ich hoffe, das ist. Oh, und neben mir steht die Polizei. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ach Gott, die Hupe ist ja niedlich. Ach Gott, das habe ich noch gar nicht ausprobiert, die Hupe. Naja, gut. Kommt eine neue drauf. Jetzt müssen wir erstmal reißen, definitiv, dass wir hier. Ja, bevor wir irgendwas Ja. machen. Bin ja gespannt. Er wollte mich heute, der Lackierer wollte mich heute im Laufe des Tages anrufen. Mir Bescheid sagen wegen der Beschriftung. Ich habe ihm gesagt, er soll die Beschriftung gleich zweimal machen, weil einmal für mich, einmal für dich. Was ja Blödsinn, jetzt dein Auto zu bekleben und meinen bekleben wir nicht. Und die Maße sind ja bei beiden gleich. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, der ruft heute an. Wäre gut. Und dann können wir das gleich machen. Irgendwie zwischendurch würde er uns bestimmt mal reinholen. Oder wir müssen es halt am Wochenende machen lassen. Und ich weiß nicht, wie es von Hirtshals weitergeht. Habe ich noch keine Info. Das Schöne ist ja, dass du dir auch selber was suchen kannst, dass du nicht auf mich angewiesen bist. Oder was heißt kannst, musst? Kann ja mal die Kontakte spielen lassen. Guck mal, Ja, was wir müssen zurückkam. Geld einfahren. Du bist schon ganz schön weit vorgefahren, ne? Dadurch, dass du die rote Ampel überfahren hast, Mensch. Ich fahr bis 50. Okay. Boah, ich fahre jetzt auf 100. Was ist das, die 103 fahre ich gerade drauf. Oh, schön leicht. Ja, du müsstest dir dann auch immer selber was raussuchen. Sprichst das natürlich dann mit mir ab. Fährst du da vorne? Ja. Ja, vorm Bus. Oh, wir müssen hier runter, ne? Ach, herrje. Oh. Richtung Hamburg. Ja. Gerade gemerkt. Oh, hat er sich da eben noch wirklich noch reingequetscht? Gibt's doch gar nicht. Alter Verwalter. Ja, deine Lightbox müsste auch die Tage kommen. Ne? Die an den Lampen und dein Lampenbügel oder am Lampenbügel angebaut wird. Die Ja. müsste auch, die müsste jetzt auch demnächst kommen. Ja. Ich fahre hier eben einmal schnell runter. Ja. Ich muss mal eben schnell tanken. Unvorbereitet. Leider. Ja, wir haben ja noch keinen Firmenhof. Was willst du machen? Bis wir unseren ersten Firmenhof haben, wird das wohl noch ein bisschen dauern. Schätze ich mal. Na, ich brauche noch nicht tanken. Ich stelle mich mal hinter dich. Weiter. Ja, das ging ja schnell. Ich hab die gute Zapfsäule erwischt. Ja, hast nicht PKW genommen, hast mal LKW Nee, nee. genommen, ja?
Na, die haben da irgendwie eine neue Pumpe eingebaut, hat gesehen. Dort sieht man. Der ganze Zapfhahn war komplett neu. Ja. Bricht dafür, dass die daran rumgebaut haben. Okay. Also wie ich das mitgekriegt habe, haben sich da schon zwei, drei Leute über die Säule beschwert. Weil das es zu langsam geht, oder was? Naja, Ja, dann müssen sie dass nicht du mehr. da, sagen wir mal, eine halbe Stunde stehen mit der Pistole und da auf Diesel warten. Würde ich da schon gar nicht Genau. mehr tanken fahren. Deswegen hatten sie wahrscheinlich Angst. Oh Mann, fahren die hier langsam. Was ist hier los mit euch? Oh, das ist schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Danke, alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao. Paddy, ich habe gerade einen Anruf gekriegt von unserem Lacker. Ja, und was sagt er? Es ist alles da. Oh, geil. Wir Sehr schön. können am Wochenende hinfahren. Oder je nachdem, wann du da bist. Aber er braucht 4 Stunden Brauer fürs Auto. Ja, ist doch nicht kleine Fläche. Ne, 4 Stunden. Obwohl es ja nicht so viel ist. Die Beschriftung ist ja eigentlich nicht mehr so viel. Aber 4 Stunden sagt er, braucht er für beide Seiten. Ich sag mal, vorne die Beschriftung muss ja ran. Lightbox, gut, das kannst du ja selber machen. Kannst ja selber einbauen. Das kriegst du ja hin. Schätze ich mal. Ich hab mich schon gewundert, warum da unten noch eine zweite Bar dran ist. Was für eine Ich hab zweite erst nur Bar? die. O Na, ich hab einmal eine oben, wo die Lampen drauf sitzen. Und dann Ja. habe ich direkt über der Sonnenblende hab ich noch ein Rohr. Okay, das habe ich noch gar nicht gesehen. Und mir keiner sagen, warum. Okay. Die gab wohl dazu. Zu dem Rohr oben. Okay. Gab die dazu. Ja, ist doch okay. Und dann werden sie die wahrscheinlich anbauen, oder? Das kann's gut haben. Wo die Leitbar oder wo die Leitbar angebaut wird, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das werden wir sehen, wenn sie kommt. Aber meine ist eben halt noch nicht fertig. Meine muss noch gebaut werden. Aber das ist nicht schlimm. Ach, haben wir wieder ein Glück hier mit Ja. den Ampeln. Oh, ist das schön. Eine rote Ampel kommt selten allein. Ja. Wegen Bohren. Also ich muss ja sagen, das ist ja mein erster Scania. Ich bin ja zufrieden mit dem, was ich jetzt fahre hier. Jetzt weiß ich, warum sie mal alle Scania fahren wollen. Laufruhe. Das Interieur. Schön, schön. Aber irgendwas fehlt hier. Ach so, ja, meine Gardinen fehlen. Aber das hatte ich ja vorhin schon einmal gesagt. Ja, die fehlen bei mir auch, die sind aber unterwegs. Ja. Da habe ich mir mal einen Satz bestellt mit Bordüre. Ja, genau. Gab ein Sonderangebot mit Boden, also komplette Inneneinrichtung. Ja. Aber jetzt müssen wir erstmal, wie gesagt, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Geld einfahren. So, wir sind jetzt gerade in Kiel reingefahren. Fahren hier wieder wie die Wilden, wie die Helden hier. Siehst du, der hat schon verbautes Navi, weil das andere Navi aus dem Mercedes, das ist auch mit verbrannt. Und da ist ja, sind ja sämtliche Sachen kaputt gegangen. Leider. War ein bisschen traurig, ja. Traurig ich dem LKW hinterher, ne? Weil da so viel Herzblut drin steckt in dem Fahrzeug. Vorhin der erste LKW, ne? Ja, das ist mein Problem. Überleg mal, was wir da alles besorgt haben, was wir alles gemacht haben und sowas alles. Ist ja jetzt nicht so, dass das Auto schon fertig war. Überleg mal, was der für Zustand hatte. Wo ich dem mit dem zum TÜV gefahren bin. Ja. Wir haben neue Türen eingebaut, wir haben, oder eine neue Arbeitsstunden, die wir Tür, reingesteckt haben. ja. Und deswegen blutet mir das Herz.
daran denke, dass es den nicht mehr gibt, den Mercedes, dass der jetzt kaputt ist. Achtung, PKW von hinten und von rechts kommt ein LKW. Achso, okay, du bist dran vorbei. Über die Grenze, ne? Ja, genau. Ja. Freue mich schon. Weil diese Touren ins Ausland ein kleines bisschen besser bezahlt werden, als wenn wir nur so eine kleine Umlagerungstour nach Berlin oder nach Dresden fahren. Definitiv besser bezahlt. An die Grenze zu Dänemark. Aber hier brauchen wir ja Grenzkontrollen, gibt es nicht mehr. Müssen nur ein bisschen langsamer fahren. Ich weiß nicht, ob sie hier irgendwie mit den Kameras gucken. Keine Ahnung. Das weiß ich jetzt nicht. Ist ja auch geil. Ich sitze an zum Überholen und er fährt rechts runter. Mein Sound schon wieder schön knattern. Ah, ganz so doll wird es bei mir nicht werden. Obwohl ich auch ein V8 habe. Aber ganz so doll wird es bei mir nicht. Ich werde auch ein bisschen was machen. Aber bei mir darf das gerne dezent bleiben. Ach, wir fahren nach Aarhus. Mhm. Richtung Aarhus, genau. Ich gucke mir die Tour ja vorher immer einmal an, wo wir hin müssen, wo wir lang fahren und so. Das mache ich ja generell. So. Weit haben wir es ja nicht mehr. Bin gespannt, was wir als nächstes kriegen. Wo es dann hingeht. Wenn ihr auch so gespannt seid, dann abonniert doch gerne den Kanal. Lasst ein Like da. Und schreibt doch auch gerne mal in die Kommentare, was ihr gemacht hättet, wenn euch zum Beispiel der LKW abbrennt. Oder was ihr dann machen würdet. Würdet ihr aufgeben oder würdet ihr weitermachen? Tod ist kein Mord. Richtig. Es kostet nichts, ist hier umsonst. Bei YouTube ist, glaube ich, überall. Auf TikTok ist es umsonst. Apropos TikTok, siehst du, bei TikTok sind wir auch. Videos nur mit Musik unterlegt. Da sprechen wir nicht drauf. Und da könnt ihr euch zum Beispiel die Fahrzeuge angucken, wie unsere Fahrzeuge schon aussehen. Der TikTok-Kanal heißt übrigens ETS2 Schalsee Logistik. Falls ihr mal euch das mal angucken wollt, ja, wünschen wir euch viel Spaß, oder? Sind echt sehenswert, die Videos. Auf jeden Fall. Denke ich auch. Bist du da wohl nicht dran vorbei, oder was? Klar. Das mit den 620 PS, Junge, da kommt er nicht vorbei. Mann, Mann, Mann. So. Wir nähern uns unserem Ziel. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Was es jetzt für Touren gibt. Weil ab jetzt werden die Touren größer. Hast schon mal mit der Dispo gesprochen? Weißt du schon irgendwas? So wie das aussieht, bist du als erster dran mit Entladen. Okay. Bei mir wissen sie noch nicht. Was heißt, du meinte, wissen sie noch nicht? Ob die Ware da bleibt in Hürzhals? Oder ob sie gleich weitergeht, weil die ist ja schon weiter kommissioniert. Irgendwie, die haben sie gleich wieder weiter verplant. Kann ja sein, dass die weiter muss. Nach Stockholm oder was weiß ich, was die da sagte. Ja, okay, aber das ist. Entweder ja geht sie weiter rein Richtung Stockholm oder okay. Richtung Holland. Bestimmt so, dass sie die neu bekleben müssen. Einmal runter vom Trailer, einmal neu bekleben und wieder rauf auf den Trailer. Das kannst du natürlich haben, ja. Oh, dann dauert es aber länger für dich da. Wenn das so ist. Aber gut, dann kannst du da deine Schichtzeit machen. Deine Schichtpause machen. Ja, sie meinte, das dauert nicht ganz so lange. Auf jeden Fall bist du erstmal dran. Weiter kommen wir sowieso nicht. Und des Weiteren klärt sich bei mir dann. Ja. Ja, dass sie dann noch zwei, drei Telefonate führen muss. Und ja. Da wusste sie noch nicht genau, was sie mit jetzt macht. Okay. Aber ich bin gespannt auf die
Auf die Ja. Folierung. Ja, nicht nur du. Auf das Design. Ja gut, das Design, das habe ich ja ausgesucht. Extra für dein Auto. Dass es jetzt für zwei machen müssen, ist natürlich ein Fun Das Fact, war ne? jetzt sehr, sehr spontan. Ja. Das stimmt. Spontan, ja, das hört sich. Spontan hört sich gut an. Sehr spontan. Spontan ist mal gut. Ja, aber denk dran, ne? Spontanität sollte geplant sein. Ja, das stimmt wohl. So, aber mal ein bisschen langsamer fahren hier. Weil ich weiß nicht, wo ich hier hin muss. Er muss noch ein bisschen geradeaus. Das ist ja alles neu für mich. Und dann jetzt zur linken Hand. Die war schon einmal. Den Bus hinterher, oder was? Nee, nee, noch ein weiter. Ach, noch weiter. Dann kommt hier näher gleich der Hof. Hier sollen wir abladen. Alter So. Schwede. Ja, du musst, hat sie gesagt, da ist, wenn du jetzt links an der Hauswand vorbeiguckst, da musst du rein. Okay, da. Ach, da soll ich rein? Okay. Da musst du rein. Und ich stelle Ja. mich erstmal quer hier vor, hat sie gesagt. Okay. Kann mich erstmal vor Tor stellen, weil Ja. da kommt sowieso erstmal nichts. Okay. So. Dann müssen wir gleich mal abklären, was jetzt nun Phase ist. Also dich laden sie jetzt definitiv ab, hat sie gesagt. Ja. Weil deine Ladung wird sehr, sehr dringend gebraucht. Ja. Naja, deine denn ja theoretisch auch, ne? Weil sie ja noch was sagte von wegen weiter. Ja. Dann ist deine Tour schon, oder dann ist deine Ware schon verkauft, sozusagen. Ja. Ja, ist doch gut. Oh, gleich eine Anschlusstour für dich. Top. So. Zack. Perfekt. So, wir sind angekommen in Hirtshals. Ja, Paddy wissen wir noch nicht genau, was er machen muss. Wo seine Tour hingeht, höchstwahrscheinlich nach Stockholm, oder was sagtest du? Ja, Ja. Stockholm. Ja. In der Zeit können sie jetzt mein Auto leer machen. Vielleicht kriege ich Leergut für zurück. Vielleicht fahre ich auch woanders hin. Das werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Und bis dahin sagen wir Reingehauen. auf Wiedersehen.